Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Kakarot. Wir haben Freezer besiegt, sind von Namek wieder auf die Erde gekommen. Und was gibt es Schöneres, als sofort danach zum Training zu gehen? Wir trainieren mit Vegeta, drei neue Sachen zur Auswahl, und mit Piccolo, die Super Höllenspirale. Wir gehen rein, machen erstmal Piccolo, damit er voll wird. Und dann gibt's gleich mal auf die Fresse. Wir sind 35. Es gibt auf den Sack. Oh, Piccolo ist so wendig. Mit dem macht es irgendwie am meisten Spaß zu kämpfen. Ja, Dämonenfaust! Jawoll! So, was können wir hier? Höllenspirale? Ja, ist mega leicht. Gegen Gitana! Die ist am Stein abgeprallt, okay. Dann haben sie erstmal auf. Wir brauchen mal volle Power! Alter, ist das kacke, man ist so leicht zu dodgen. Müssen wir die halt so verprügeln. Die Fresse! Jetzt aber! Ah. Dann mach mal das! Alle drei gleich erwischt. Jetzt aber! Höllenspirale! Dämon raus! Höllenspirale! Das hat ihn erwischt. Oh, das war knapp. Fresse, jetzt wird der Kleine verprügelt. Höllenspirale in die Fresse! Na gut, dann ist er gut getroffen. Ja, da muss man mal aufpassen. Gegen mehrere Gegner ist es immer nervig. Da kommt von überall mal irgendein Kamehameha oder sowas an. Nö. Dämon raus! Höllenspirale! Hahaha! Da konnte er nicht ausweichen. Volle Power! Ich zeig dir, wo es lang geht. Auf die Fresse! Ich glaube, Piccolo macht es auch Spaß, Kinder zu verprügeln. Immer raus! Hallo, verzieht euch! Oh, da kann ich nochmal ausweichen. Das wird aufladen. Ich könnte immer zu sehr ausweichen. Abgewehrt. Abwehr. Dämonenarm. Angriff. Keine Genki-Dama, nö. Oh, hat mich erwischt. Ich bin fast abgekackt. Oh,
Schon erstaunlich, wie viel so ein paar Level Unterschied ausmachen. Abwehr! Die Mundfaust! Du kackst ab! Ja, ist schon nicht ohne drei Gegner zu kämpfen, die vom Level her stärker sind als ich. Hau schon mal volle Power! Die Fresse soll Goku! Ölspirale! Die hat sich schon mal ausgelöscht! Damals zu fett. Was ist das? Du kommst ja nicht weg. Also der Fight war schon nicht ohne. So, jetzt haben wir Piccolo den neuen Angriff gelernt. Der war aber schon ganz schön hart, deswegen werde ich Vegeta jetzt erstmal nicht trainieren, sondern ein paar Level aufsteigen. Empfohlen ist der Level auch 35. Da ist ein Dragon Ball. Da ist ein Dragon Ball. Den hole ich mir. Okay, wir sehen erstmal die scheiß Roboter. Abwehr. Super Masenko. Los, Dodon. Oh, ein Schaden. Machen Sie das cool. Dann machen wir die Sonnenfaust. Und damit können wir die alle blenden. Wenn die nur einen Schaden machen, ist das natürlich die bessere Option. Ja, wobei, von Gohan ist mittlerweile auch ganz schön wendig geworden. Tenshin Han Level Up. Wo ist der Dragon Ball? Ist er hier? Das muss er sein. Ja! Der erste Dragon Ball. Der mit 7 Sternen. Die können wir eigentlich sammeln. Machen nebenbei noch ein paar Nebenmissionen. Und dann sammeln wir die Dragon Balls. Da gibt's auf die Fresse. Von den blauen Pflanzenmännern! Abgewehrt. Sonnenfaust. Ja, ich habe Tenshin Han mitgenommen und Chao Zu, damit die sich mal ein bisschen aufleveln. Während ich hier über Level 30 bin, sind die Level 12 und 13. So können die mal ein bisschen trainieren. Super Masenko! Dodon! Angriff! Ausgelöscht! Na, so langsam sind die alle ein bisschen mehr mobil, als es am Anfang schon waren. Neues Rezept! Krass. Da können wir noch besser fressen und noch stärker werden. Das ist nicht schlecht. Ja, mit dem 2-Sterne Dragon Ball. Jawohl. Dann kann ich mir was wünschen. Oh Mann. Verzieht euch. Abwehr. Sonnenfaust. Alle ausgelöscht. Ja, die leveln immer mal ein bisschen auf. 15 und 16 sind sie schon.
Ist gar nicht verkehrt, die mal noch ein bisschen zu verstärken. Weil wenn ich sie dann brauche, habe ich sie auf dem ordentlichen Level, weil die waren vorher 10 und 11, so. Das ist total nutzlos. Den machen wir weg. Ja, können wir nebenbei noch ein bisschen Fleisch mitnehmen. Und den Dragon Ball. Jawohl. Die Teile hier nehmen wir mit. Gehen wir erstmal gucken, was Pool möchte. So, nachdem er schon zurück von den Toten ist, hat er nach einem Date nach dem anderen mit irgendwelchen Frauen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ja, im Schuh der Weiber, ey, das glaube ich nicht. Hä? Mehrere auf einmal? Das kann nicht sein. Hä? Was zum Teufel? Wir haben irgendwelche Passanten, diese Roboter dabei. Schau mal, Senko. Geisterball. Da kannst du wenigstens ein bisschen aufhalten. Ja, man ist das nervt mit den Laserstrahlen die ganze Zeit. Hey. Ausgelöscht. Kriegst du auf die Fresse, kleines Mistvieh. Irgendwelche Passanten haben jetzt die übelsten Kampfroboter dabei. Mach gefälligst was. Wir haben schon auch erstmal Level 15. Abwehr. Senko! Ja, kann gar nicht, der Scheiß hier am Schuh, der macht nur einen Schaden. Viel zu schwach. Da kann ich mal die Sonnenfaust. Oh nee, nee! Was soll das? Was ist das für eine Pose? Total lahm. Da haben die sich doch einen Witz draus gemacht, dass sich alle über die lustig machen. Einfach genau das gleiche wie bei den Pflanzen bei den Horn. Ach du Scheiße. Nee, 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 nee. Dragon Ball Schnapp. Abhauen. Bevor wieder solche Mistviecher kommen. Pool. Dich hatte ich doch gerade schon. Jetzt willst du trainieren. Ja, also. Können wir zwar gerne machen, aber ich habe ja gesehen, was du kannst. Nix. Nee, das ist gar keine Chance. Moment. Ich meine, er hat auch so keine Chance, aber... Warum ist er Level 27 auf einmal? Gerade eben war er noch Level 15. Naja. Abwehr? Okay. Ist das schon alles?
Er hat abgekackt und macht sich ja fertig. Gar keine Chance. Mega Angriff. Ausgelöscht. Abgeschlossen, jawohl. Dann Oolong. Was willst du? Oolong möchte sich unterhalten. Das Geheimnis des verschwundenen Schweifs. Da will sich einfach nur unterhalten. Ja, das war noch Zeiten. Da ist Son Goku gegen Mr. Popo verloren. Das heilige Wasser getrunken, dann hoch zu Gott. Und dann reden wir mit Gott. Ja, da hat Gott, das weiß ich noch ganz genau, befohlen, den Schwanz von Son Goku wegzumachen, damit er nicht wieder zum Monster wird. Ich meine, er hat ja auch keinen mehr. Sofort verkloppen! Da wird sich nicht mal unterhalten, der gibt sofort auf die Fresse! Dann gibt's eben auf den Sack, Vegeta! In deinem schönen rosa T-Shirt! Nö? Maseko! Maseko! Oh, der hat gekontert! Wie sollst du wieder aufladen? Auf zu nerven! Maseko! Mega Angriff! Tot! Von dem Kind besiegt. Ja, das glaubst du auch noch besser. Von dem Kind besiegt. Ja, würde ich mich auch fragen. Ich will kein Riesenaffe werden. Ich will ein Super Saiyajin werden. Ja, okay. Ja, die brauchen den ja auch nicht. Wurde Oolong erzählt. Gibt also keinen Riesenaffen mehr. Geschichte erledigt. Haben wir die Erfahrungspunkten. Perfekt. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Einige Nebenmissionen gemacht, ein paar Dragon Balls gesammelt. Drei brauche ich noch, dann wünsche ich mir was. Guckt auch gerne bei anderen Videos vorbei. Lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.